wirkungsvoll wie zuletzt in Bremen und Dürrenberger. Ja, jetzt konnte man schon von Pech sprechen. Sollte das Schicksal den Bayern einen Streich spielen? Diese Situation, die Vorlage von Rummenigge, und plötzlich liegt Dieter Hoeneß in der letzten Saison mit 21 Treffern bester Torschütze der Bayern im Strafraum. Und diesmal gibt der Schiedsrichter den Elfmeter. Die Zeitlupe gibt auch hier keinen Aufschluss, wie Armand Theis handelte. Brachte er Dieter Hoeneß zu Fall mit der Hüfte, mit dem Arm, ließ sich der Bayern-Mittelstürmer fallen. Ebenfalls gab es einen Elfmeter. Paul Breitner verwandelte in der letzten Saison 5, kam auf 18 Treffer, die 75. Minute hatte er die Nerven gegen Wolfgang Kleff. Ja, er rutschte, der Kapitän, nur so ein bisschen in die Ecke, ließ sich verladen und Paul Breitner erzielte das 1:0 und sagte dem Schiedsrichter, ja, 5 hättest du schon geben können, 5 Elfmeter, jetzt endlich hast du gepfiffen.